Es ist Dienstagabend, Zeit für Nachrichten aus unserer Region und für unsere Region. Und pünktlich zum Tagesausklang liefere ich Ihnen wieder Ihre tägliche Dosis Informationen nach Hause oder wo auch immer Sie uns mit Ihren mobilen Endgeräten gerade empfangen. Sie sind genau richtig bei Megional am 11. Januar 2022, hier bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In unsere heutige Sendung steigen wir mit der Zahl der Woche ein. Der Anteil der Kosten für Wohnenergie an den Gesamtausgaben privater Haushalte hängt stark vom jeweiligen Nettoeinkommen ab. Im Jahr 2020 gaben Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 1.300 Euro im Schnitt 95 Euro für Wohnenergie aus. Das entsprach einem Anteil von 9,5% an den Konsumausgaben insgesamt, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Haushalte der höchsten Einkommensklasse, also mit monatlich mindestens 5.000 Euro, gaben mit durchschnittlich 206 Euro deutlich mehr für Wohnenergie aus. Der Anteil an den privaten Konsumausgaben war mit 4,7% allerdings nicht einmal halb so hoch wie bei den Haushalten der niedrigsten Einkommensklasse. Zu den Ausgaben für Wohnenergie zählen die Kosten für Heizung, Strom und Warmwasser, unabhängig vom Energieträger. Über alle Einkommensklassen hinweg wandten die Haushalte im Schnitt monatlich 152 Euro bzw. 6,1% ihrer Konsumausgaben für Strom, Heizung und Warmwasser auf. Im Jahr 2019 waren es noch 5,8% bzw. 150 Euro. Während der Betrag mit steigendem Einkommen kontinuierlich wächst, nimmt der Anteil an den Ausgaben insgesamt ebenso stetig ab. Dies hängt auch damit zusammen, dass Haushalte mit einem höheren Einkommen im Schnitt aus mehr Personen bestehen und sich somit Einspareffekte bei den Energieausgaben zeigen. Die Verbraucherpreise für die Haushaltsenergie steigen seit mehreren Monaten teilweise deutlich an. Mit 101,9% im November 2021 gegenüber November 2020 verdoppelten sich die Preise für Heizöl binnen Jahresfrist. Auch die Preise für Erdgas mit plus 9,6% und Strom mit plus 3,1% erhöhten sich. Neben sehr niedrigen Energiepreisen im November 2020 wirkte sich die zu Jahresbeginn 2021 eingeführte CO2-Abgabe preiserhöhend aus. Zurzeit dürfen wir ja wieder schönes Winterwetter erleben und vielleicht profitieren die Skiliftbetreiber ab dem kommenden Wochenende auch vom Schnee und dürfen ihre Lifte und Skipisten in Betrieb nehmen. Die Chancen stehen ja nicht mal so schlecht. Individuelle Bewegung auf den Bretteln ist ja auch schon jetzt erlaubt. Und wer in diesen Tagen freie Zeit hat, findet gute Voraussetzungen zum Skifahren auf den Loipen rund um Seifen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, ist die Ortsloipe nicht gespurt, aber die Schwartenbergloipe befestigt und gespurt. Ebenso die Sportweltloipe als auch die Loipe Richtung Klini. Informationen zu den tschechischen Loipen finden Sie im Internet unter der hier eingeblendeten Adresse. Das Schneetelefon erreichen Sie unter der Telefonnummer 037362 8438 oder 88850. Übrigens, Rodeln ist in Seifen am Reicheltberg möglich. Am Dienstagabend macht sich der ein oder andere ja sicher schon mal Gedanken über den Einkauf für das kommende Wochenende. Unsere Kollegen der Service-Redaktion sind auf ein Produkt aufmerksam geworden. Man sagt ja, Wasser kann man trinken oder man kann es lassen. Von diesem Produkt sollten Sie aber lieber die Finger lassen oder es zurückgeben. Danny Obst, bitte.
Danone-Wart aus Deutschland ruft den Artikel Volvic natürliches Mineralwasser zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer Nachanalyse bei einem Produkt ein veränderter Geruch und Geschmack festgestellt. Die sensorischen Veränderungen sind auf Spuren eines für die Lebensmittelproduktion vorgesehenen essigbasierten Reinigungsmittels zurückzuführen. Die betroffene Flasche wurde ausschließlich bei Netto Markendiscount verkauft. Artikeldetails: Volvic natürliches Mineralwasser, Inhalt 1,5 Liter, Mindesthaltbarkeitsdatum 18.12.2023, Chargennummer 70747 bis 70846. Bitte konsumieren Sie das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht, sondern geben Sie es in dem Netto-Markendiscount zurück, wo Sie es gekauft haben. Alle anderen Produkte, auch die 1,5 Liter Flaschen mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum oder einer anderen Chargennummer, sind nicht betroffen. Liebe Zuschauer, falls Sie den Blick in die Polizeiakten heute vermisst haben, den benötigen wir nicht, denn die Polizei hat bis zum Redaktionsschluss nichts Nennenswertes für unser Sendegebiet übermittelt. Und das ist uns natürlich das Liebste. Deshalb sehen wir uns aber gleich im Wetterstudio wieder. Ein winterlicher, trüber Dienstag geht zu Ende. Ein Hochdruckgebiet macht sich über Mitteleuropa breit. Und wenn wir allerdings weiter unter dem Einfluss der kälteren Luft sind, macht sich das bei uns eher mit trockenem und trübem Wetter bemerkbar. Aber die Woche hat ja noch ein paar Tage, an dem sich die Sonne trotzdem mehr zeigen kann. Die Chancen möchten wir ihr lassen. Und dann macht ein Spaziergang durch die Winterlandschaft oder eine Langlaufrunde sicherlich auch wieder wesentlich mehr Spaß. Doch schauen wir jetzt auf das Wetter der nächsten Stunden. Heute Abend und in der Nacht ändert sich an unserer Wettersituation vom Tage nicht viel. Der Himmel zeigt sich bewölkt und es bleibt trocken. Sollte sich die Chance eines aufklarenden Himmels ergeben, dann werden Sie dies gleich deutlich an den gefühlten Temperaturen merken. Denn durch den Schnee wird es zusätzlich nochmal spürbar kälter. Im Rittergut Olbernhau, da liegen die Nachttemperaturen zwischen minus 4 und minus 8 Grad. In Marienberg auf dem Markt lesen wir Werte zwischen minus 5 und ebenfalls minus 8 Grad an den Thermometern ab. Und in Zschopau am Schloss Wildeck, da sinken die Werte auf minus 2 bis minus 6 Grad. Der Wind weht leicht mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Süden. Am Mittwoch erwarten wir einen überwiegend bewölkten Himmel. Dieser reißt teilweise etwas mehr auf und die Sonne hat die Chance, ihre Strahlen auf die Erde zu schicken. Im Gegensatz ziehen zeitweise auch dicke Wolkenfelder auf, die der Sonne aber keine Chance lassen. Mit Niederschlägen rechnen wir nicht. Das Niederschlagsrisiko trägt eine dicke Null. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. In Deutschneudorf an der Kirche, da liegen diese zwischen morgendlichen minus 6 und maximal 0 Grad im Tagesverlauf. In Pobershau am Molchner Stollen lesen wir Werte morgens minus 8 bis tagsüber minus 1 Grad ab. Und in Amtsberg an der Crossstrecke, da zeigen die Thermometer zwischen minus 5 und plus 1 Grad an. Der Wind spielt kaum eine Rolle, er weht ganz leicht aus Süden und Südwesten. Wie sehen nun die Aussichten für das Ende der zweiten Arbeitswoche im neuen Jahr aus? Hier ist unser Wetterausblick auf den Donnerstag und den Freitag. Auch am Donnerstag setzt sich die ruhige Wetterlage fort. Der Himmel zeigt sich bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei und zum Abend hin könnte sich der Himmel sogar weiter aufziehen. Das bedeutet aber dann wieder ziemlich kalte Temperaturen für die Nacht zum Freitag. Die Tagestemperaturen, die steigen mittlerweile leicht an. Zwischen 0 und plus 4 Grad erreichen die Thermometer im Sendegebiet im Tagesverlauf bei einem leichten Wind aus Südwesten. Der Freitag lässt uns nach aktuellem Stand noch motivierter ins Wochenende starten, denn wir erwarten viel Sonnenschein vom Morgen bis zum Abend. Kleine Wolken schließe ich jedoch trotzdem nicht ganz aus. An den Temperaturen spürt man, dass die Sonne schon wesentlich mehr Kraft hat als im Dezember. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 0 bis plus 5 Grad.
Der Wind weht dabei leicht bis mäßig aus Westen. Ob das ruhige Hochdruckwetter auch an den folgenden Tagen weiter wetterbestimmend ist, das beleuchten wir morgen hier etwas näher. Für heute soll es das erstmal aus dem Glück auf TV-Wetterstudio gewesen sein. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Dieses Jahr sind wir auch wieder gespannt auf Ihre Bilder aus der Region, die wir als Bilder des Tages oder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen können. Mailen Sie uns diese in Ihrer besten Qualität im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv. Vielen Dank schon jetzt dafür. So, das war der Dienstag bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Internetadressen www.mef-line.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.